Oh my goodness. Oh my goodness, heute bekomme ich hohen Besuch. Und zwar kommt heute die gute Wings zu mir und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Haut rein. Übrigens ist es gleich 12. Die gute Wings wollte jetzt eigentlich schon da sein. Gespannt, wann sie da ist. Aber ich, oh mein Finger ist hier. Ich bin selber immer so einer der Typen, die immer auf die letzte Minute kommen. Denn das sind die wichtigsten und coolsten. Nein, seid pünktlich. Die Wings ist da. Juhu. Ich bin nie zu spät. Nein, klar. Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren. Wir fahren jetzt nach Bayreuth zu einem... Ja, das ist eigentlich der Comics Art, das ist so ein Nerdladen. Das ist gut. Elbenbad und so weiter. Ne? Warst du da nicht schon mal? Ja, da war ich schon mal, habe ich letztes Video gemacht. Und da ist heute ein Mangaka. Und die schauen wir uns an. Und das filmen wir und ja, wir nehmen euch mit. Lass dich wackeln. Das ist die Kamera. Huch. Jetzt sehe ich schon, du hast richtig Bock auf Vlog. Doch, aber du könntest mich mal vorbereiten, damit ich einigermaßen nach was ausschaue. Ja, wir fahren jetzt nach Bayreuth. Das war's schon. Ciao. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Also, wir sind jetzt hier in Bayreuth. Und ja, es war genügend. Lass mal kurz stehen bleiben. Die hat voll Angst, dass wir überfahren werden. Und ich habe hinten mein Schwert drin, so schaut's aus. Jetzt gehen wir mal direkt ins Rotman Center und schauen uns das an vom Comics-Art. Du hast echt viel dazu zu erzählen, ne? Was soll ich denn sagen? Ja. Hier sind Kinder, hier darfst du nicht einfach filmen. Wir haben After Effects und können alles rausschneiden. So, so wird das gemacht. Wow, Leute, wir sind hier. Wer bist du? Ich habe nicht mal nach deinem Namen gefragt. Tanja. Tanja habe ich gerade getroffen. Wir stehen hier im Schmuckgeschäft. Warum stehe ich hier im Schmuckgeschäft? Das weiß ich nicht. Weil die Wimsy mich hier mit reingeschliffen hat. Und ja, du warst gerade bei der Signierstunde. Wie fandest du es? Ich fand es sehr cool. Melanie hat sich wirklich sehr viel Zeit für jeden genommen. Und das war auf jeden Fall... Sehr cooles Gefühl. Hast du sie schon mal gesehen irgendwo? Nein, ich habe sie noch nie getroffen. Vorher. Ihr Manga vorher gelesen? Ja. Okay, weil ich stehe und da, ich habe noch nichts davon gelesen, weil ich von Deutschen kaum was gelesen habe bis jetzt. Liest du generell deutsche Mangas? Es kommt immer so ein bisschen auf den Manga drauf an. Ich schaue immer so ein bisschen eher nach dem Stil als nach der Person. Sehr cool. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Was machst du heute noch? Schönes. Ach, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen hier rumbummeln. Ein bisschen shopping. Okay, dann danke ich dir und ja, schönen Tag wünsche ich dir noch. Dankeschön. Sag kein Wort, steht nur da. Guck mal, wie ich wackel wieder. Sieht man gar nicht, dass ich wackel. Ja. Wie findest du, dass jetzt schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist? Der November, das ist doch in Ordnung, oder? Okay. Aber, naja. Da können wir die Kuchen essen. Oh, echt jetzt? Was ist denn da drin? Weiß ich nicht mehr genau. Gelatine, Butter, alles Mögliche. Stimmt, ja. Ich habe schon geguckt, das ist schwierig. Kritisch, selber machen, keine Ahnung. Ja. Und jetzt sind wir lecker essen. Nam. Oh, was sie alles isst. Sushi. Eieiei. Ikatakimasu. Was? Ich halte das Handy voll komisch. Wer will, dass sie spuckt? Hat sie geschmeckt? War ganz gut. Außer das Kokosnussige, das war ganz schön kokosnussig. Sehr gut, was ist da drin? Zeig mal mit dem Löffel, was da drin ist. Liverschleim. Futter. Lauter Futter.
Alter! Wie? Warum filmst du denn? Wie? So! Nein, aua! Ey, kein Wunder, dass sich so viele Menschen verletzen dabei. Aha. Das Leben ist gefährlich, was du da machst. Lebensgefährlich ist gut. Oh mein Gott. Hier, das geht immer durch. Aha. Okay. Also, ich bin durchgegangen. Also übrigens, nachdem wir vom Bayreuth zurückgekommen sind, haben wir Videos gedreht. Und jetzt kochen wir. Also ihr seht uns eigentlich nur essen. Wir wollen nur Sushi essen und jetzt kochen wir halt nochmal. Weil wir schon wieder Hunger haben. Bevor das Liesel wieder fährt. Okay, dafür ist es gar nicht mehr so schlecht, weil ich mach's ja auch. Man sieht, der ist ganz frisch, ich esse ganz frisch, das ist noch nichts vergammelt hier. Das ist toll. Hast du gerade an deinen Finger gerochen? Und geleckt? Ah, okay. Alles klar. Wir haben hier noch schön Kinderglühwein gemacht. Kinderpunsch, weil es viel besser schmeckt. Und da, Alter, wie das ausschaut, übers Handy. Da kochen wir jetzt noch Spaghetti und das war's. Das haben wir dir beweisen. Und das essen wir jetzt dann noch, aber ich würde sagen, mit deiner Avocado in der Hand, sag mal Tschüss. Tschüss. Das ist das unbestimmte Ding, ne? Ja. Boah, ist das eklig. Also dann, ciao! Alter.